In diesem Video soll es um die folgende Frage gehen, und zwar: Wie funktioniert eigentlich die Schwerelosigkeit? Die Schwerelosigkeit, die Besatzung der internationalen Raumstation auf ihrer Bewegung um die Erde herum erfahren, scheint nämlich ziemlich widersprüchlich zu sein. Wir haben ja das, oder wir machen die folgende Beobachtung. Die internationale Raumstation, also das, was ich hier versucht habe darzustellen, bewegt sich einmal um die Erde herum. Der Grund ist natürlich, dass diese Station ja von der Erde gravitativ angezogen wird, oder um noch genauer zu sagen, die ziehen sich ja gegenseitig an. Wenn man sich aber die Bilder von der ISS anschaut, da ist die Mitgliedschaft der ISS in einem Zustand, den man als Schwerelosigkeit bezeichnen kann. Also einerseits die Gravitation sehr wichtig, weil sie ja für die Bewegung der ISS um die Sonne, um die Erde herum zuständig ist. Und andererseits scheint diese Kraft nicht zu wirken, weil sich die Besatzung in der Schwerelosigkeit befindet. Also wir haben einen scheinbaren Widerspruch. Die internationale Raumstation wird von der Erde gravitativ auf einer kreisförmigen Umlaufbahn gehalten. Und dann stellt sich die Frage, warum die ISS-Besetzung schwerelos ist. Um nachvollziehen zu können, warum sich die Crew der ISS in der Schwerelosigkeit befindet, führen wir ein paar Experimente in Aldogo durch. Als erstes zeichne ich die Raumstation oder ein Modell davon, indem ich einfach so einen Käfig zeichne mit natürlich irgendwelchen Solaranlagen hier. So, das soll jetzt die ISS sein, und anstatt einer Person zu zeichnen, lege ich einfach hier einen Kreis, eine Kugel hinein. Wenn ich jetzt die Simulation starte, werden wir feststellen, auf die ISS wirkt eine Schwerkraft und auf die Kugel wirkt eine Schwerkraft, weil sie ja beide zum Boden fallen werden. So, das ist jetzt nichts, was uns irgendwie überrascht. Wir stoppen die Simulation und machen jetzt Folgendes: Wir geben der ISS einfach eine Geschwindigkeit. Ich möchte sie einfach so schräg durch den Raum werfen. Ich klicke deshalb mit der rechten Maustaste hier drauf, gehe auf Geschwindigkeiten, und wir geben der ISS eine Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde in die X-Richtung und 5 Metern pro Sekunde in die Y-Richtung. Mal gucken, ob es groß genug ist. Ne, das war ein bisschen zu wenig. Machen wir 15, 15. Das sieht schon besser aus. Mache ich das kurz rückgängig. Zoome etwas raus. So, was wir jetzt sehen, ist ein sogenannter Parabelflug. Jetzt haben wir das Problem, dass wir das Innere der ISS schlecht beobachten können. Ich mache es wieder kurz rückgängig und mache Folgendes: Ich klicke auf die ISS mit der rechten Maustaste. Und unter Auswahl klicke ich hier, dass die Ansicht dem Objekt folgen soll. Das heißt, wenn sich gleich die ISS bewegen wird, wird unsere Kamera mitbewegt und wir können das Innere von der ISS besser beobachten. Jetzt starten wir die Simulation. So, und ungefähr hier befand sich die Kugel in einem Zustand, den die Kugel als Schwerelosigkeit bezeichnen könnte, weil sie ja mit der gleichen Geschwindigkeit sich bewegt wie die ISS selbst und sozusagen dadurch kräftefrei ist. Wir können es nochmal eine Ecke größer machen. Machen wir die Anfangsgeschwindigkeit in die Y-Richtung noch größer, 35 Meter pro Sekunde. Dann können wir die Schwerelosigkeit länger beobachten. So, starten die Simulation. So, und ungefähr ab jetzt fühlt sich die Kugel innerhalb der ISS
schwerelos. So, was hat jetzt dieser Parabelflug mit der Situation auf der ISS zu tun? Dazu habe ich eine Datei vorbereitet. So, die Gravitation ist ausgeschaltet. Was wir hier haben, ist eine große Kugel. Das soll die Erde sein. Wenn wir jetzt hier uns die Materialeigenschaften anschauen, sehen wir, dass die Kugel eine Einziehung hat. Und das soll wieder eine internationale Raumstation darstellen. Und wenn wir jetzt hier rechts draufklicken, können wir uns bei den Geschwindigkeiten anschauen, dass wir hier gewisse Startgeschwindigkeiten haben, also 32 Meter pro Sekunde in die X-Richtung und minus 1,1 Meter pro Sekunde in die Y-Richtung. Also wir werfen die ISS so schräg in diese Richtung. Und wenn wir uns das jetzt angucken, ich mache mal hier die Auswahl. So, okay, das ist schon ausgewählt worden, also die Ansicht folgt diesem Objekt und dann können wir uns den Wurf einmal um die Erde herum anschauen. Ich zoome etwas raus. Ja, wir sehen, die Kugel fällt sich nahezu schwerelos in dem oder fühlt sich schwerelos innerhalb der ISS. Und die ISS selbst macht eine Bewegung um die Erde herum. So, jetzt nähern wir uns der Erde und werden schneller. Das ist jetzt hier wieder das zweite Keplerische Gesetz. Jetzt haben wir die Erde sogar kurz berührt. Also, wie kann man das zusammenfassen? Die Crew der ISS bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die ISS selbst und deshalb fühlen sie sich dort kräftefrei. Und die Bewegung, die die Internationale Raumstation um die Erde, herum ausführt, ist sozusagen eine Wurfbewegung. Und was man da gemacht hat, man hat die ISS einfach einmal um die Erde herum geworfen oder wie man es anders sagen könnte, die ISS fällt nicht auf die Erde, sondern sie fällt um die Erde herum.